Hi, ich bin Matthew. Und ich bin Tirza. Und wir sind hier bei den gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg e.V. und treffen Sabine Schlösser von der Presseabteilung vom Oberkirchenrat. Und wir können uns heute anschauen, wie aus alten Bannern Taschen entstehen. Moin. Hallo. Hallo. Also ich bin Sabine Schlösser vom Oberkirchenrat, mache da die Öffentlichkeitsarbeit und bringe hier zu den Werkstätten ja, seit gut 10 Jahren Banner, ausgediente Banner und Roll-Ups her, damit die hier abgecycelt werden können oder da werden Taschen draus genäht und Rucksäcke. Ja, sehr spannend. Hallo Frau Hessler, wir bringen mal wieder was von der Kirche vorbei. Und zwar habe ich hier Banner von der Hochzeitsmesse und ein Roll-up. Und ja, was können Sie uns da empfehlen? Was kann man am besten daraus machen? Ich schaue mir das Material einmal an. Also es ist schönes festes Material. Mhm. Daraus würde ich vorschlagen, kann man sehr gut Umhängetaschen machen für Laptops. Ja, für den normalen Alltag zur Arbeit. Auch gerne kleinere Taschen gehen ganz gut für Festivals als Umhängetaschen. Vielleicht auch kleine Mini-Portemonnaies aus den Resten, damit wir auch wirklich alles gut verwenden und damit es auch möglichst wenig Verschnitt gibt. Und dann habe ich hier ganz viele riesige Banner in unterschiedliches Material. Das ist auch etwas fester. Das ist auch schön. Das wäre ein herrliches Material, was man mit einem Wachstuch in Leben bestücken könnte. Und daraus könnte man Beutel machen als Nasstasche für Schwimmsachen. Und das hier könnte man sehr gut als Außenmaterial verwenden. Mhm. Das kann man dann mit so Klettverschlüssen wird das ausgestattet, dann kann man das aufwickeln und hat eine 1A-Nasstasche oder für den Kindergarten als Wechseltasche, wenn die Sachen mal in der Matschanlage nass geworden sind, solche Dinge. Ja, toll. Genau. Okay. Ich freue mich darauf. Bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich kann Ihnen nachher noch mal ein paar Beispiele zeigen, wenn Sie Lust haben. Ja. Super, das war's, ne? Ja. Das war erstmal das ganz große Ganze. Sehr gut. Ich hole Ihnen mal ein paar Beispiele. Dann kann ich Ihnen so ein paar Mustertaschen mal einmal zeigen. Genau, hier haben wir einmal die große Tasche, die große Umhängetasche. Hier ist auch ein Innenfach vorhanden. Da kann man gut Kleinigkeiten verstauen, kleine Kalender, Handy. Ne? Und das wäre Dinge. Jetzt aus welchem Material? Aus dem großen Roll-Up-Banner würde ich das vorschlagen. Banner, ne? Genau, das ist sehr robust. Ja. Das passt sehr gut für die Tasche. Die muss im Alltagsleben bestehen. Da brauchen wir was Robustes. Ja. Genau. Dann hätten wir für das edlere Material. Das? Ne? Genau, für das Changierende. Eine kleinere Tasche. Mhm. Dass man das so ein bisschen als Weggetasche hat. Wäre das eine Möglichkeit, mit Reißverschluss auch, damit alles gut verstaut ist, nichts rauskippt. Auch wieder mit Innenfutter, mit Steppfutter verarbeitet. Das wäre dann eher was für den Abend. Mhm. Genau, dann hatten wir das Material für die Nasstasche. Das war dieses. Da könnte ich mir solch eine Nasstasche vorstellen. Hier ist ein Wachstuch, das ist im Moment noch ein Prototyp. Das wird noch ein bisschen weicher, dieses Wachstuch, was innen ist. Hat man auch einen Boden. Und dann hat man dieses an der Außenseite, was ja auch schön abwaschbar ist. Ja. Könnte man sogar überlegen, ob man es an beiden innen und außen verwendet. Das wäre nochmal so ein Gedankenspiel. Und die kann man dann ganz einfach nämlich aufwickeln. Und das hält immer, je nachdem, welche Größe man gerade so braucht. Genau, und da hat man auch so ein bisschen so eine Picknicktasche, ne, wenn mal was, ne, Wasser dabei ist, solche Dinge hätte man dann auch. Mhm. Also ich freue mich riesig. Super. Das wären unsere Möglichkeiten, die wir so daraus hätten. Mhm. Ja.
Ja, Frau Heffler, wo sind wir denn hier? Wir sind hier am Baumschulenweg. Das ist einer unserer Standorte der gemeinnützigen Werkstätten. Genau. Genau. Und wie viele Leute arbeiten hier? Im Moment sind so ca. 100 hier beschäftigt. Ja. So ganz grob. Und was wird hier denn alles so hergestellt? Wir haben hier verschiedene Montageabteilungen quasi. Also Montagegruppen, sagt man eher. Da werden verschiedene Dinge verpackt oder auch für Großkunden halt endgefertigt oder Teilfertigungen werden vorgenommen. Und unsere Näherei befindet sich hier. Und haben Sie auch einen eigenen Laden oder wird das alles weitergegeben? Es gibt noch das KDW, das Kaufhaus der Werkstätten am Julius-Mosen-Platz hier in Oldenburg. Und da werden auch viele unserer Eigenprodukte verkauft. Und da kann man gerne stöbern gehen und sich ein bisschen umschauen. Genau. Ja, sehr interessant. Okay. Ansonsten gibt es natürlich unseren großen Bazar am ersten Adventswochenende am Rennplatz an unserem Hauptstandort. Und da verkaufen wir auch viele.